Es ist wahnsinnig ansteckend, wie sehr Prinz Harry seine Frau Herzogin Meghan offensichtlich vergöttert. Mit kleinen Posen, mit denen schon sein Neffe Prinz George die Herzen erfreute, strahlt er Stolz und Liebe pur aus. Es war ein schöner Anlass, zu dem Herzogin Meghan, 37, mit Ehemann Prinz Harry, 34, und Mama Doria Regland, 62, am Donnerstag, 20 September, erschien. Die US-Amerikanerin stellte ihr erstes eigenes Projekt vor, seit sie in das britische Königshaus einheiratete. Ein Kochbuch mit dem Titel To Get Here, Our Community Kitchen. Bei ihrer Dankesrede an die beteiligten Frauen, alle Überlebende des Großbrands im Grenfell Tower vom 14. Juni 2017 strahlte Prinz Harry voller Stolz und konnte sich ein paar rührende Posen nicht verkneifen. Bei eben jenem Termin konnte Harry gar nicht von seiner Meghan lassen und verzückte vor den Augen aller mit liebevollen Gesten. Seht selbst, rührende Bewunderung mit beiden Händen vor der Brust und einem riesigen Lächeln, das mehr als 1000 Worte sagt, steht der Sechste der britischen Thronfolge vor seiner Frau und sieht in seiner Bewunderung einfach rührend aus. Doch halt, das Bild hatten wir doch vor kurzem erst gesehen. Genau, mit seinem Neffen George, 5. Die Ähnlichkeit ist frappierend, der kleine Prinz war vor Begeisterung ebenso gerührt wie sein Onkel. Doch nicht von seiner Tante, sondern von einem Hubschrauber, den er in Deutschland zusammen mit seinem Papa, Prinz William, 36, besteigen dürfte. Wenn man die beiden Bilder nebeneinander stellt, ist die Familienähnlichkeit frappierend. Seht im folgenden Video, mit welch süßen